Jo, hallöchen Freunde, und wir spielen auch heute wieder Super Zelda Maker. Super Dungeon Maker. Und stürzen uns wieder in Level aus aller Welt und machen weiter mit den neuesten Leveln. Im letzten Part haben wir Puzzler Gauntlet 1 und Tower of Gods gespielt. Und noch was Neueres ist in der Zwischenzeit nicht dazugekommen. Und ich habe auch tatsächlich eigentlich für den letzten Part auch noch Presecution of the Stupids angespielt. Problem ist, mit dem Level bin ich nicht klargekommen. Der beschießt einen mit von allen Seiten mit irgendwelchen Lasern und Feuern, wo man kaum ausweichen kann, und man fällt runter und landet genau in Stacheln, und nee, das war nix, und da habe ich dann irgendwann aufgegeben. Deshalb war auch der letzte Part so abrupt ohne Verabschiedung zu Ende, weil ich den Versuch dann einfach abgeschnitten habe. Vergessen was, schwamm drüber, und heute geht's weiter mit dem Untergrund. Hat noch nie irgendwer auch nur angeguckt, also bin ich wieder der Erste. Der Untergrund von Sonic the Hedgehog, von Zack-Tack. Das ist sein erster Dungeon überhaupt. Er hat versucht, A Long Approach war was nochmal? Jedenfalls hat er ein paar Puzzles hinzugefügt und mit ihnen experimentiert, und er wird hoffentlich besser werden und mehr, besser polierte Dungeons veröffentlichen. Gut. Ihr werdet mir für mein schlechtes Englisch sicher auch was polieren, und zwar die Fresse. Aber wir gucken jetzt einfach mal in den Dungeon rein. Die Ladezeiten gehören auch ein bisschen optimiert bis zum Release. Gut. Ich habe noch keinen Schlüssel, wäre ja auch zu schön. Und einen großen Schlüssel habe ich erst recht nicht. Apropos recht, es geht nach rechts. Und wo wir schon mal von rechts reden, gehen wir weiter nach rechts. Huhuhu, das meint der hoffentlich nicht ernst. Er meint es ernst, aber so schwierig ist das ja gar nicht. Wenn man nicht weiß, wo man hin soll... Nur Flammen, alles in Ordnung. Wenn man nicht weiß, wo man hin soll, dann geht man immer nach rechts, wollte ich sagen. Geht man zurück. Aber hier geht's ja auch nach oben. Oh, oh, nein, doofes Viech. Du hältst den Mund. Und das nur für einen Ach, wisst ihr, zurück zum Start mit voller Gesundheit. Ist manchmal einfacher. Jetzt bin ich nämlich wieder bei der abgeschlossenen Tür Edge. Wollte ich hierhin? Naja, ich hatte ja sowieso keine groß andere Wahl. Und deshalb stirbt die Spinne. Und die hier übrigens auch. Schieberätsel. Das ist so ein... Und die Wand ist brüchig. Das ist so ein Steinchen von der Sorte, das immer bis zum geht nicht mehr durchflutscht, aber ist doch ganz einfach. Die anderen
Krüge lasse ich mal in Ruhe, weil mehr Herzen brauche ich nicht im Moment. Und der Kessel ist, glaube ich, nur Deko. Sie sind keine Deko. Man kann's mit der Anzahl der Mistviecher aber auch echt übertreiben. Ist in einem zweiten Krug noch ein Herz? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Danke. Ja, und hier ist gar nichts. Außer Herz. Die Dinger sind zum Glück defekt und schießen nicht. Was ist hier? Nichts. Eine Rose in einem Glas. Das heißt, ich bin im Schloss vom Biest aus Die Schöne und das Biest. Und das Blöde ist, ich weiß nicht, ob da nur Herzen drin sind, die ich im Moment nicht brauche. Oder ob da vielleicht auch mal ein Schlüssel oder was weiß ich versteckt ist. Hier bräuchte ich wieder Bomben. Wenn das so ist, wo komme ich her? Komme ich von hier? Oder... Gucken wir uns erst noch die andere Spinnenseite an. Autsch. Das ist ja wieder ganz schön feurig. Und jetzt habe ich Schwimmflossen. Und da war auch wieder eine brüchige Wand. Aber ich meine, ich hätte noch kein einziges bisschen Wasser gesehen, seit wir hier sind. Schieberätsel. Nein. Nein. Also, soweit ich das sehe, ist das von dieser Seite aus nicht lösbar. Vielleicht ist das Rätsel dazu gedacht, dass ich irgendwann... Autsch,
von unten wieder, ouch, nach oben komme. Und was war hier? Keine Herzen jedenfalls. Nein. Das ist so ein verschiebbarer, aber der lässt sich nicht verschieben. Also, hab ich da oben noch irgendwas übersehen? Was war hier nochmal? An die Truhe bin ich ja noch nicht rangekommen. Und was war rechts? Halt! Ich glaube, unten war ich noch nicht, oder war ich da? Ach so, natürlich, natürlich. Hier, ja. Dafür brauchte ich die Schwimmflossen. Jetzt ergibt alles Scheiße keinen Sinn. Und nochmal von vorne das Ganze. Aber ich weiß ja jetzt zumindest, wo ich hin will. Nämlich schwimm, schwimm. Jetzt hab ich Bomben und kann mich durch alle brüchigen Wände durchbomben und dann sieht die Welt doch sicher wieder ganz anders aus. Weil brüchige Wände hab ich doch überall schon irgendwie gesehen. Probieren wir es nochmal links und natürlich holen uns ja natürlich erstmal diese Truhe. Da wollte ich ja schon die ganze Zeit ran. Toll, der Kompass. Ja, und da war natürlich auch noch was. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Aber was war da unten nochmal? War da irgendwo nochmal was Brüchiges? Nein. Das war also einfach nur eine Abkürzung. Und wisst ihr, ihr komischen drehenden Augen, dass ihr verbuggt seid? Das finde ich richtig gut. Nix. 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 Brüchige Wand. Die hab ich gesucht. Und natürlich ist sie im letzten Raum, in dem ich... Ach, Herrje, nachgucke. Autsch. Also, übertreiben kann man es echt. Wenn da auch Herzen drin sind, hebe ich mir die besser auf. Und wenn da keine drin sind, dann mache ich ein doofes Gesicht und einen guten Eindruck. Da komme ich noch nicht rüber. Ja, Momentchen mal. Kenn ich diesen Raum nicht irgendwoher?
in der Tat. Den kenne ich, aber... Jetzt muss ich gucken, wie ich da rauskomme. Weil einen anderen Weg zurück gibt es nicht. Aber das ist das Schieberätsel, das ich vorhin von oben gesehen habe. Moment. Wie ich vermutet hatte, war tatsächlich dazu da, um von unten wieder hochzukommen. Und da ist nochmal was zum Bomben. Bumm. Natürlich. Gut, jetzt hab ich auch ein Schild. Und ich hab ja auch genau das hier wieder gesucht, denn ich hab ja jetzt die Feder. Autsch! Und den kann man nicht verschieben. Wegbomben kann man den auch nicht, aber ich probier's mal. Der ist für die Tür, aber das bringt nur was. Das ist eine Timing-Geschichte. Das ist eine ganz verzwickte Timing-Geschichte. Und wenn der doofe Geier dann wenigstens springen würde, wenn ich sage, dass er springen soll... Also auf ein neues. Wo wollte ich jetzt noch mal hin? Wo war das? Nein, hier wollte ich nicht hin. Man verirrt sich hier in den einfachsten Dungeons. Toll, da wollte ich gar nicht hin, weil ich mich verirrt habe. Aber hier ist ja noch eine brüchige Wand, die kenne ich ja noch gar nicht. Und hier ist doch der große Schlüssel. Ja, was wollen wir denn dann überhaupt? Naja, unbeschadet zurück. Das wäre vielleicht gut. Denn da war doch irgendwo die große Tür. Ja, gut. Und wozu war dann diese Sprungstelle mit den Stacheln? Deswegen. Aber, ja, wir sind durch. War das gut genug für ein Herz? Ich weiß es nicht. Na komm, geben wir ihm mal ein Herz. So als Startkapital, weil ich der Erste war, der den Dungeon gespielt hat.
Ja, und ich denke, bevor ich jetzt wieder... Failed to collect user profile data von Mod.io. Ja, eigentlich wollte ich sagen, bevor ich jetzt danach wieder einen Level erwische, wo ich ewig dran verzweifle, lassen wir es jetzt für diesen Part auch wieder gut sein und gucken uns im nächsten Part entweder den hier an oder einen neuen, wenn irgendwer was Neues hochlädt oder vielleicht einen von euch, wenn ihr einen hochladet und mir die ID in die Kommentare schreibt. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zugucken, tschüss, ciao, arrivederci, bye bye, sayonara, winke winke und bis dann.